Herzlich willkommen aus Stuttgart von der Messe Plaza, dem Vorplatz der Stuttgarter Messe. Herzlich willkommen zur iMobility Rally 2019. 163 Grad ist dabei. Auf Einladung von Toyota darf ich hier mitfahren in einem Toyota Mirai mit Brennstoffzellenantrieb. Seht ihr hier hinter mir? Ich drehe mich mal um. Hier in dem silbernen, wo ist er? Da. In dem silbernen Toyota werden wir diese Rallye hier mitfahren, zusammen mit Sebastian, einem Blogger. Und hier, der Anblick ist für einen Elektroautofahrer echt schwierig zu ertragen. Hier auf dem Parkplatz zur Mitfahrt steht alles, was bei den Autohändlern 12 Monate und mehr Lieferzeit hat. Ist wirklich schwer. Schwer, wenn man sowas bestellt hat. Hier steht es, also den Parkplatz würde ich gut bewachen. Ich zeige euch das mal, drehe mal die Kamera um und ich zeige euch ein paar Autos, die hier mitfahren. Und später noch ein paar Impressionen von der Rallye. Die Rallye 2019 ist schon die vierte Auflage dieser Veranstaltung, bei denen nur Fahrzeuge mit elektrifizierten Antrieben teilnehmen können. Veranstalter ist die Motorpresse Stuttgart mit ihrer Marke Auto Motor Sport. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Mit dabei sind Audi A3 e-tron, Audi e-tron, BMW i3, i8, Hyundai Kona, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Kia e-Niro, e-Soul, Mercedes EQC 400, B250e, Opel Ampera e, Renault Zoe, Toyota Mirai und Prius, Tesla Model S und X, VW GTE und e-Golf. Das hier ist der neue Kia e-Soul. Der ist noch nicht erhältlich, aber hier steht er schon und etwas weiter steht noch ein zweiter in Rot und es gab noch einen dritten in Blau. Drei Fahrzeuge von diesem Typ fuhren alleine hier mit. Toyota war bei der Rallye mit drei Fahrzeugen dabei, zwei Toyota Mirai und ein Prius Plug-in Hybrid. Mein Fahrzeug war Startnummer 2, Toyota Mirai mit 155 PS, rund 500 km Reichweite und Brennstoffzellenantrieb. Mein Beifahrer und Teamkollege für diesen Tag war Sebastian Hensler. Der betreibt sehr erfolgreich die Elektroautonews.net, ein Blog und ein Podcast. Schaut mal rein, das lohnt sich. Er hat auch einen Podcast zu dieser Veranstaltung gemacht. Ja, und das Fahrzeug hier mit der Startnummer 20 von Volkswagen ist eine echte Rarität. Es gibt nur 200 Stück davon weltweit, so wenige sind nur gebaut worden. Das ist der VW XL1, das sogenannte 1-Liter-Auto von VW. Ein Fahrzeug mit einem Dieselmotor, 800 Kubikzentimeter und einem Elektroantrieb, beides kombiniert zusammen, bringt einen Durchschnittsverbrauch von, ich glaube, 1, irgendwas Liter auf 100 Kilometer. Das Fahrzeug hatte damals, 2014, als auf den Markt kam, ein Neupreis von 111.000 Euro und ich glaube, die meisten stehen irgendwo in irgendwelchen Sammlungen oder Museen. Hier sieht man, dass die beiden Sitze nicht nebeneinander, sondern einen Tick hintereinander sind. Dadurch kann das Auto schmäler sein. Es hat einen sensationellen CW-Wert von 0,186. Der ist super. Das Auto hat auch keine Seitenspiegel. Es war das erste Auto mit Kameras statt Seitenspiegel. Es war also nicht der e-tron, sondern dieses Auto hier. Der XL1 ist nur 1,15 Meter flach und wiegt nur 795 Kilo. Hier sehr schön im Vergleich zum Model X. Ist klar, dass man die beiden Autos so nicht miteinander vergleichen kann, aber zeigt doch mal, wie weit man kommt mit Leichtbau und Reduktion auf das Wesentliche. Den Hyundai kennt ihr, der war in meinem Test, Hyundai Nexo, genau dieses Auto. Hier noch ein BMW i8 Spider. Cabrio. Ja, das ist der neue Mercedes EQC 400. Den gibt es noch nicht, kann man auch noch nicht bestellen, aber hier fährt er schon mit. Bei der Rallye geht es jedoch nicht um Verbrauch oder Reichweite, sondern es geht um Spaß an der Freude und um Elektromobilität und deshalb gibt es hier auch keine aussagefähigen Daten zu Verbrauch und Co. Ja, mit dabei auch die Firma Porsche, wie ihr hier seht, mit drei Fahrzeugen, einem Panamera Plug-in Hybrid Turbo und einem Porsche Cayenne Plug-in Hybrid und in der Mitte ein Porsche 918 Spider. Das ist ein Auto, das man auch ganz selten bis eigentlich gar nicht in freier Wildbahn sieht. Die Fahrzeuge wurden zwischen 2013 und 2015 gebaut. 918 Stück gibt es davon nur weltweit. Seine Kombination aus einem 8-Zylinder und einem elektrischen Allradantrieb ist sauschnell, das Ding. Kostete damals 768.000 Euro mit dem optionalen Weissach-Paket 800
39.000 Euro. Und wie gesagt, er wird nicht mehr hergestellt. Wer heute damit spielen will, muss ca. 1 bis 1,5 Millionen mitbringen, wenn er so ein Auto kaufen will. Es geht ja bei der Rallye ein bisschen um den Spaß an der Freude und auch um das Thema Elektro nach vorne zu bringen. Teilnahmebedingung ist ein elektrifizierter Antrieb. Und das hat auch der Porsche 918 Spyder. Trotzdem, so ein bisschen grenzwertig würde ich das sehen. Die Leute wollen voll elektrische Autos sehen und gucken, wie weit man damit kommt. Immerhin ist Porsche mit diesen drei Fahrzeugen Sieger in der Teamwertung geworden. Das sehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Wir waren dagegen lautlos und voll elektrisch unterwegs mit dem Toyota Mirai. Mirai ist das japanische Wort für Zukunft. Brennstoffzellenantrieb, wie gesagt, 155 PS, rund 500 Kilometer Reichweite. Das war der Start. An diesem Tor ging's los. Vorher war schon die erste Aufgabe zu erledigen. Und wie ihr hier sehen könnt, Nummer 1 steht schon am Start und Nummer 2 und 3 dahinter. Ja, und dann ging's los. Teilnehmer der Rallye durften wir exklusiv in die Fußgängerzone des kleinen Örtchens hineinfahren. Dort wartete eine besondere Prüfung auf uns. Es hatte etwas mit Wasser zu tun und wir sollten Wasser abmessen. Jeder, der den Film Stirb langsam Teil 3 gesehen hat, denkt jetzt an diese Szene, an diesem Elefantenbrunnen mit den 3 Liter und 5 Liter Kanister. Aber es war nachher anders. Man musste möglichst viel Wasser in 2 Flaschen hineinkriegen mit so mehreren einfachen Schöpfelementen. Das Interesse war durchaus da an diesen Fahrzeugen. Wir waren leider mit der Startnummer 2 immer zuerst da und das wurde nachher noch wesentlich voller am Marktplatz und es gab Interviews. Auto mit alternativer Mobilität. Sehr, ich würde sagen, unabhängig. Also das, was mein großes Credo ist, was so die Umwelttechnik und meine Presse als Umweltbotschafter einfach beinhaltet. Weg von den fossilen Brennstoffen und Unabhängigkeit und das in einer sehr, sehr spritzigen Form. Also ich fahre den Kia Niro. Wie ihr sehen könnt, waren im Teilnehmerfeld einige Prominente dabei, die natürlich gerne vor die Kamera gezogen wurden, um ihre Statement zum Thema Elektro zu geben. Für einige war es die erste Fahrt in einem Elektroauto. Einige der Schauspieler fahren auch privat Elektroauto, wie ich gelernt habe. Ja, wir haben dann unsere Aufgabe mit dem Wasser ganz gut gelöst. Da musste man mit Trichter und Eimerchen Flaschen rein voll machen. Das sieht man hier so ein bisschen schlecht, weil ich das verdecke. Aber es ist schwierig, während der Veranstaltung unter Zeitdruck gute Fotos zu machen. Und dann war die erste Etappe der Rallye geschafft und man hatte 60 Minuten Mittagspause. Der erste Streckenabschnitt geht hier also zu Ende. Wir haben mit Start Nummer 2 dann schon wieder relativ früh uns auf den Weg machen müssen. Während einige der Teilnehmer noch ankamen, sind wir schon wieder losgefahren. Das geht Schlag auf Schlag bei so einer Rallye. So viel Zeit für große Gespräche bleibt da nicht. Das hier ist Team 14, auch von Toyota, ein Prius Plug-in Hybrid, an Bord gefahren von Bernd, der betreibt einen Blog Autonotizen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, auch Bernd hat einen Artikel über diese Rallye geschrieben. Als Location für die Mittagspause hatten die Veranstalter das Schloss Weitenburg ausgewählt. Super tolle Location, tolle Bilder mit den Elektroautos davor. Leider spielte das Wetter nicht ganz mit. Und den jungen Mann hier vorne im Bild, den kennen viele. Ich zeige ihn euch nachher nochmal von vorn.
Die Gesamtfahrstrecke beider Rallye-Etappen zusammen lag bei knapp 160 Kilometer. Für die Fahrzeuge mit den kleineren Akkupaketen war das schon ziemlich anstrengend. Die waren mittags schon ziemlich runter von ihrem Ladestand. Insofern hatte der ADAC hier einen ganz tollen kleinen Ladepark aufgebaut mit 4 Ladepunkten, 2 davon sogar mit 11 kW. Und für die B-Klasse und den i3 mit dem kleinen Akku war das die willkommene Chance aufzuladen für die zweite Etappe. Aufladen brauchten wir mit der Brennstoffzelle nicht. Unser Toyota Mirai hat sich bis hierhin sehr gut geschlagen und machte auch in den Bergen mit 3 Personen besetzt echt einen guten Eindruck bei dem ganzen Hoch und Runter. Ging sehr flott voran. Und wie gesagt, nach 60 Minuten ging es für uns wieder weiter. Während viele der Teilnehmer noch erst zur Mittagspause eintrafen, mussten wir schon wieder los. Ja, so eine Rallye besteht nicht nur daraus, den Weg zu finden und auf zweit zu fahren, sondern sie besteht auch aus Wertungsprüfungen, kleine Gemeinheiten und Späße, die sich die Veranstalter für zwischendurch ausgedacht haben. Da ist alles Mögliche dabei, Wasser in Eimer füllen, irgendwas mit dem Auto präzise machen, auf Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, Bälle von A nach B zu tragen. Also da gab es verschiedene Dinge. Das kann man auch leider nicht immer so filmen. Das hier war eine Wertungsprüfung, wo ich mal die Gelegenheit hatte zu filmen. Sie findet auf dem Betriebsgelände eines Schokoladenherstellers statt, der seine Ware immer in kleinen Quadraten verkauft, werdet ihr bestimmt schon mal gesehen haben. Und es geht darum, auf einem Foto Schokoladentafeln in ein Silbenrätsel einzuordnen. Das heißt, von den 16 Tafeln Schokoladen auf dem Bild sind aber nicht alle in diesem Silbenrätsel enthalten. Und jetzt musste man herausfinden, welche sind drin und welche nicht. Und das Ganze auf Zeit 2 Minuten. Ich zeige euch gleich mal unsere Wertungsprüfung und dann könnt ihr ja mal live mitreden. Im Grunde genommen ist das schon ziemlich stressig und ziemlich anstrengend, auch wenn es so Banane aussieht, weil man sich vorher schon die ganze Zeit auf den Weg konzentriert hat, auf die Zeit, wie liege ich, sind wir richtig, sind wir sicher, wo bin ich lang gefahren, ist die 1 noch vor mir, ist die 3 noch hinter mir, sind wir noch auf der richtigen Strecke. Ist nicht ganz einfach und dazu muss man ein bisschen eingespielt sein und den Wagen eigentlich auch ganz gut kennen, was wir beide noch nie hatten. Für uns war es die erste Rallye in einem Auto, mit dem wir noch nie gefahren sind. Ein Art Silbernrätsel. Okay. Sie haben genau 2 Minuten Zeit, um dieses hier einzufragen. Wo ein? Schauen Sie da. Ja. Da ist die Aufgabe. Okay. Gut, 2 Minuten. Und hier sind die Silber und hier eintragen. Okay? Okay, Küchen. Geht los. Hast du verstanden? Ein Silbenrätsel. Silbenrätsel für die Spezialitäten aus dem Hause Ritter. Das Buchstabenrätsel sind nur 10 so. Der abgebildeten Schokoladen versteckt. Finden Sie einfach so viele Sorten wie möglich, sortieren Sie in den Nougat. Was gibt's denn mit Nougat? Nougat. Also Alpenmilch gibt's. Wo all? Alpenmilch gibt's. Olympia gibt's. Hast du Alpenmilch? Ja, ich hab's aufgeschrieben. Durchgestrichen und nicht Olympia gibt's. Olympia gibt's auch. Wie Olympiade? Wie Olympia. L-Y-M. Okay. P-A. So, Rumtraubennuss gibt's auch. Achso, warte mal, stopp. Ah, ich dachte, wir kriegen die Tüte. Die würden wir auch mitnehmen, die Tüte. Das Angebot hatte ich was? Schon mehrfach. Alles gut. Da, okay. Vielen Dank. So. Ganz lieben Dank. Hier müssen wir nichts. Ihren Zettel noch, oder? Nein, das durfte behalten. Dürfen wir? Ja, wir nehmen auch wieder mit. Ist das ja viel im Auto. Deswegen, danke. Dankeschön. Tschüss. Ich dachte, es gibt die Tüte. Rechts abbiegen aus Firmengelände. Hier rechts abbiegen, ne? Oder? Ja, oben dann wahrscheinlich in der Straße. Ja, und schon muss man wieder weiter den Weg finden.
gucken, dass man richtig ist. Die Veranstalter haben ein sehr gutes Roadbook rausgegeben, was auch mit einer Strecke, die auch sehr entspannt zu fahren war. Es ging nicht um Geschwindigkeit, wohlgemerkt. Das war bequem von der Zeit zu schaffen. Da musste man nicht rasen. Man musste sich natürlich an die Straßenverkehrsordnung halten. Und das Ganze war ja auch eher ein Spaß, um die Elektromobilität oder den elektrischen Antrieb nach vorne zu promoten. Ja, und da sind wir dann schon wieder am Ziel. Ziel war wieder auf der Messe Plaza. Und wir haben noch einen Augenblick an der Seite gestanden, um die richtige Zielanfahrtszeit abzuwarten und sind dann auch in genau dieser Reihenfolge 1, 2, 3 interessanterweise wieder ins Ziel gefahren, was bei Rallyes ja nicht immer so ist. Hier vor uns die Startnummer 1 mit einem bekannten Schauspieler an Bord, den ihr eben im Interview auch schon gesehen habt, bei der Einfahrt ins Ziel. Und danach kommen wir. Mit der Niedrigstartnummer 2 ist man natürlich immer der Erste oder einer der Ersten, der losfährt und kommt dann, auch wenn man alles richtig gemacht hat, als Erster an. Als wir ankamen mit unserer 2, waren noch nicht viele da. Die kamen dann nach uns alle. Insofern hatten wir noch ein bisschen Zeit, uns den Zieleinlauf der anderen Teams anzuschauen. Unser Toyota Mirai hat uns auf der Strecke echt gut von A nach B gebracht und zum Ziel gebracht. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Auto zu fahren. Der fährt gut. Ich denke, ich kriege den nochmal zum Testen. Dann kann ich euch noch ein bisschen genauer was über das Auto demnächst erzählen. Nebenan in der Messehalle läuft eine Verbrauchermesse, an der es von Yogamatte über vegane Ernährung bis Elektromobilität alles Mögliche gibt. Ich habe dann die Zeit genutzt und bin nochmal über die Messe gelaufen. Das ist nur diese Halle, die ihr hier auf dem Bild sieht, zum Thema Elektromobilität. Und mein Highlight der Messe ist der Peugeot 308 Electric natürlich. Der neue 208 erinnert in seinem Design sehr stark an den erfolgreichen 205 GTI. Das war so eine Knallbüchse aus den 80er, Anfang der 90er Jahren. Ein Wagen, der unheimlich viel Spaß gemacht hat und sehr erfolgreich war. Die Elektroversion vom 208 hat einen 50 Kilowattstunden Akku und eine Reichweite von 340 Kilometern WLTP. 136 PS Leistung. Die Besonderheit, das Auto lädt mit 100 kW Gleichstrom an Schnellladesäulen auf. Und angeblich werden noch in diesem Jahr ab Sommer die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Mittlerweile waren auch die allermeisten Teams wieder im Ziel eingetroffen und für alle geht ein sehr aufregender Tag zu Ende. Fast alle haben es ins Ziel geschafft, fast einer nicht. Das war der kleine Mini MK3, das umgebaute Auto zum Elektroauto umgebaut, das ihr ganz am Anfang in der Startsequenz kurz gesehen habt. Der hat es nicht ins Ziel geschafft, ansonsten haben es alle geschafft. Auch hier dieser Mercedes EQC. Wahrscheinlich ein Vorserienmodell, denn offiziell gibt es das Auto ja noch nicht zu kaufen und zu bestellen. Dann wurden von dem Veranstalter alle Daten, alle Wertungsprüfungen ausgewertet und es gab natürlich großes Interesse, als die Listen ausgehängt wurden. Dazu später am Ende des Videos mehr dazu. So, das war die zweite Etappe in Kurzform und ehrlich gesagt, da ich der Fahrer war, habe ich natürlich keine Zeit gehabt, während der Fahrt zu filmen und bei den Wertungsprüfungen, es geht alles sehr schnell, zack, zack ist man dran, muss irgendeine Aufgabe erledigen, muss zum Beispiel Bälle von so einem Ölfass transportieren, von einem zum anderen, das heißt, der Beifahrer muss sich dann aus dem Fenster lehnen und dann Tennisbälle aufnehmen und von einem anderen Ölfass wieder ablegen, da muss der Fahrer dann sehr genau und auf Zeit fahren.
Es gibt kleine Streckenabschnitte, die auf Zeit zu fahren sind, wo man mit 45,2 Sekunden hinten ankommen muss. Das muss man genau hinzirkeln mit der Lichtschranke. Also das ist nicht so ganz einfach. Insofern, hier hinter mir kommen jetzt immer noch Fahrer an. Sind noch nicht alle da. Das Wetter ist besser geworden. Wir haben jetzt auch endlich keinen Regen mehr. Eigentlich war die ganze Veranstaltung über Regen. Schade, denn gestern war das Wetter noch in Ordnung. Hinter mir seht ihr das Feld derjenigen, die schon da sind. Da sind die Toyota Mirais, mit denen wir unterwegs waren. Zwei Mirais und ein Prius Plug-in waren von Toyota unterwegs. Hier hinter mir seht ihr den Jaguar I-Pace. Genau das Exemplar, das ich auch neulich zum Test zur Probe hatte. Hier kommt ein Tesla Model 3, war auch dabei. Und hier hinter mir ist ein blaue Kia e-Soul mit Alex Bangula am Start. Den kennt ihr von Elektrisiert in seinem Podcast. Müssen wir mal guten Tag sagen. Und da ist er, der wird sicherlich auch noch ein kleines Video entsprechend machen. Wir haben uns heute Mittag nett unterhalten. Und insofern ist hier noch ein bisschen was los. Das war's, vielen Dank, auf bald, bleibt dran. Und hier seht ihr die Ergebnisse. Wir haben den 36. Platz gemacht bei 50 Teilnehmern und sind in der Teamwertung glatt letzter geworden. Dazu muss man aber sagen, dass Sebastian und ich zusammen noch nie eine Rallye gefahren sind und wir auch zum ersten Mal den Toyota Mirai beide gefahren sind. Mit etwas Übung wäre sicherlich ein besserer Platz drin.